Ahoi, liebe Sammlerkameraden, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von mir, von eurem Mr. Benny Fives Sammlerstube. Ja, heute mal mit ein paar Metallschilder von Displate. Die liegen ja auch schon länger bei mir. Ich bin da jetzt ja endlich jetzt mal zugekommen oder komme jetzt endlich mal dazu, diese Sachen auch auszupacken und ja, in meine Sammlung zu präsentieren. Und ja, ich würde mal sagen, fange ich mal mit dem ersten an. Zwar ist das nämlich von Skyrim, ja. Okay, hier ist ja, der Kleber. Das ist ein bisschen blöd. Er hat mir geschrieben, dass ja, dass eigentlich ein ganzes Set dabei ist. Das heißt Magnet und Untergrund. Einen Untergrund habe ich jetzt nicht dabei. Ja, dann muss ich das halt nachbestellen. Das Problem ist auch, ja, ist halt ein bisschen blöd, wenn man das halt so verpackt, ne? Weil kannst du so nichts mehr mit anfangen. Man kann versuchen, die Geschichte hier runter zu knibbeln. Werde ich, denke ich, auch machen. Aber ich schaue mal, man kriegt ja diese Sets. Und das werde ich auch gleich hier sehen. Wie gesagt, ich brauche das einmal den Untergrund selber, dann den Magneten, der da angebracht wird. Und dann kann ich das Schild dann dementsprechend, also das Metallposter dort anbringen. Aber so ist das blöd. Aber gut. Ist halt so. Hauptsache, das Schild ist gut. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall gut aus. Auch wenn der Druck so ein bisschen. Hier ist ein Kratzer drauf. Ja, war halt gebraucht, ne? Also hier kann man den Kratzer sehen. Und ich, ja, also der Druck ist auf jeden Fall so an sich eigentlich ganz schick. Aber wenn man halt näher guckt, ist er nicht sehr hochauflösend, ne? Also er ist auch ziemlich abgedunkelt. Weiß nicht, ob man damit halt versucht hat, die Qualität dementsprechend höher zu bringen. Weiß jetzt nicht, ob das hier auch Kratzer sind. Aber an sich ist es wirklich ein schönes Schild. So kommt es dann halt sehr schön verpackt. Gucken, vielleicht ist ja hier Ersatz dabei. Das wäre natürlich ganz cool. Genau, so sieht es dann halt aus. Hier ist dann auch noch eine Anleitung, wie man es halt anzubringen hat. So. Hier habe ich nämlich zwei Sachen. Das habe ich ja direkt bei Displate ja bestellt. Okay, das ist dabei. Das hier weg. So, dann ist hier noch ein Code dabei. Ist das hier sogar ein Sticker? Das hier ist sogar ein Sticker hier. Sehr cool. Also wenn den Code möchte, ne, nimmt sich den gerne. Ja, geil. So, also hier so ein Reinigungsset haben wir dann hier. Sehr schön. Das packe ich mal hier hin. So, dann ist hier eins nämlich von Transformers und eins hier von Herr der Ringe. Ne, mit der Szene mit Balrog und Gandalf. Habe ich mir deswegen halt geholt, weil in meinem Flurbereich kommen dann dementsprechend die zwei Statuen hin. Von Transformers und von Herr der Ringe.
deswegen dachte ich, das passt da ganz gut. Die Wand, die ihr da seht. Ich hätte es natürlich halt auch gerne größer gehabt, aber das passt dann halt nicht mehr. So, genau. Und dann habt ihr, das kommt dann dementsprechend an die Wand, da wo ihr es halt haben möchtet. Selbstklebend. Und dann kommt halt dementsprechend der Magnet. Kommt dann direkt hier mittig drauf. So, dann kann man sein Schild da dementsprechend platzieren. Finde ich auf jeden Fall eine coole Lösung, sowas. Weil ich sag mal so, normale Poster sind natürlich auch schick, aber da braucht man halt einen vernünftigen Bilderrahmen für. Ja, und dann ist irgendwann dann halt auch der Platz ausgeschöpft. Ne? Man kann ja nicht überall die Nägel reinhauen. Kann man schon versuchen, aber ne, sollte ja natürlich nicht zu viel sein und irgendwann, ja, reicht das halt nicht mehr aus. So, und solche Magnetschilder, die kann man ja überall hinhängen, an die Decke, überall. Und wenn man Dachschrägen hat, so wie ich zum Beispiel, ist das optimal. So, das muss ich erstmal. Ich möchte da ungefähr Wasser rein. Komm schon, geh so groß rein. Und deswegen habe ich auch extra hier stand vorne, hier, das ist nämlich hier Flurbereich, wo ich jetzt hier bin. Ich bin jetzt nicht in dem Raum, wo ich sonst hier die Videos mache. Das sieht man dann, denke ich, jetzt auch hier. Von den Räumlichkeiten her. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Ja, auf jeden Fall kommt da noch die Chart von. Ey, ich habe gerade echt den Faden verloren. Ach, ist ja auch egal. Alzheimer kickt gerade mal rein. Ja. Ja, hier schön mit Balrog, Gandalf. Sehr schöner Druck. Genau. Sehr cool. Irgendwas wollte ich doch gerade noch sagen. Warum hast du jetzt wieder vergessen? Was ist denn da los? So, und dann von Transformers. Transformers. Autobots und Decepticons, das Logo. Wollte eigentlich ein passendes Metallposter zu der Statue haben, aber gibt es leider nicht. Also ich habe keins gefunden. Und es gab natürlich noch andere Transformer-Bilder, aber das hier hat mir doch am besten gefallen. Ja, sieht auch richtig cool aus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das im Ende ist immer eigentlich das Gleiche. Ja. Na, sehr, sehr scharf hier. Sehr schick. Ja. Und wie gesagt, so ein Set muss ich dann nochmal holen für das Bild von Skyrim. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Genau, hier stand vorher die Garderobe. Die habe ich in eins, habe ich die weggekickt. Ich sag mal, wenn ich Besuch kriege, sollen sie ihre Jacken da über die Küchenstühle hängen, und so oft Besuch habe ich ja auch gar nicht, also keine Ahnung, vielleicht 2-3 Mal im Jahr oder so. Ist natürlich auch bedingt durch mich, weil ich halt auch sehr viel am Arbeiten bin. Ja, habe ich dann halt dementsprechend dann auch nicht immer so die Zeit. Wenn ich Zeit habe, dann bin ich froh, wenn ich die Zeit für mich etwas nutzen kann. Ja, aber es sollte irgendwann jetzt in Zukunft mal mehr werden. Das ist ja natürlich auch irgendwo traurig. Ja, auf jeden Fall, die Garderobe, die musste da weg. Die habe ich in eins, habe ich die runtergetragen, gar nicht abgebaut. Zack, runter damit, mit dem Scheiß. Und ja, weil ich eben Platz für diese beiden Statuen brauche, ne? Die dann da hinkommen. Und deswegen kommen dann passend die Metallposter dahin. Aber das werde ich hier dann auch noch alles sehen. So, und hier kommen wir jetzt etwas zu etwas Größerem. Sehr geil für meine Küche. Sehr cool. Yeah. Fallout. Ja, nämlich das erste Schild. Cool, wir haben jetzt sogar. Ich weiß ja nicht, ob ich zwei brauche, damit das hängt. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, eins dürfte ja wohl reichen. Weil hier habe ich nämlich zwei Stück.
Oder es ist halt, ja, hier keiner mehr mit drunter, ne? Ja, cool, wenn ich jetzt 4 Stück habe. Das werden wir gleich sehen. So, Folie runter. Ne? So, und hier haben wir es vom Fallout, die Nuka-Cola Quantum. Sehr schönes Poster, gefällt mir sehr, sehr gut. Wird sich auch sehr schön in meiner Küche machen. Sehr geil. Ich hatte da vorher nämlich Poster hängen und ja, ich sag mal, wenn überall so Poster mit Reißzwecken und so weiter hängen, weiß ich, das sieht halt immer blöd aus. Ich habe hier teilweise noch im Wohnzimmer welche hängen, die sollen nach und nach dann auch weg. Eins habe ich dann aus Segeltuch hängen, das lasse ich aber hängen, von Afro Samurai. Aber sonst so diese normalen Poster, ne, die sollen weg. Eins. Mal gucken, ob hier noch welche sind. Tatsächlich. Hier sind auch 2. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Werde ich 2 benötigen? Weil das Schild ist natürlich etwas schwerer als die kleineren. Macht ja auch Sinn, ne? Probiere ich es erstmal mit einem aus. Und sollte das dann halt ausreichen, dann habe ich ja 2 Ersatz. Das ist ja richtig geil. Dann brauche ich ja dann kein neues Set bestellen für das Skyrim Metallposter. So. Und hier haben wir Nuka-Cola aus Fallout. Auch richtig schönes Metallposter. Es gibt natürlich noch viele andere, aber ja, irgendwann habe ich den Platz auch nicht mehr, obwohl die Decke ist ja noch frei. Aber ja, muss es ja nicht übertreiben, ne? Bei mir sieht es sowieso schon so aus, als ja, wäre das hier das reinste Museum. Ja, ein richtig schönes Metallposter. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne? Hinten das gleiche Spiel. Ups. Ja, und das war es eigentlich auch schon gewesen zu diesem Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst Bescheid. Anker lichten und ab dafür, Sammlerkameraden. Bis zum nächsten Video. Ahoi.